wir sind jetzt mal in Berlin unterwegs auf Samstag und wollen mal die Menschen direkt befragen. So ein Meinungsbild von den, ich sag mal, normalen Menschen, die nicht im Widerstand sind, die vielleicht noch nie auf der Straße waren, die davon ja nicht wissen, was hier los ist in dem Land. Was sagen die? Was ist ihre Meinung auf 3, 4 bestimmte Fragen? Mal gucken, wie sich die Fragen entwickeln. Aber was ist los in diesem Land? Was ist los in dieser Stadt? Seid ihr zufrieden mit den Regierungen in dieser Stadt oder in diesem Land? Was würdet ihr in eurem Stadtbezirk so ein bisschen verändern wollen, wenn ihr an euren Stadtbezirk denkt? Wir sind ja hier in Hellersdorf oder in Berlin. Wie hat sich Berlin verändert? Wo geht es hin in unserem Land? Wie sehen Sie dort, wo Sie herkommen, und wie sehen Sie Berlin im Moment? Ja, gut, von Stuttgart kann ich mir jetzt groß nicht mehr erinnern. Ja. Aber hier, also meine, ich habe hier alles in der Nähe, kann ich klagen. Also gut, nur dass eben alles ein bisschen teurer geworden ist. Damit muss man in Kauf nehmen. So, ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich bin Rentnerin. Rentnerin? Ja. Okay. Und die Rente ist so, dass Sie sagen, damit komme ich klar? Ja. Ja? Ja. Okay. Ihr habt ja auch viele Rentner, die davon nicht mit klarkommen, genau, ich weiß. Genau. Wie sehen Sie die politische Situation in Berlin? Beschäftigen Sie sich damit oder sagen, oh, lass mich damit in Ruhe? Ja, nee, also da habe ich nichts mit am Hut. Okay. Okay. Nee, ich würde viele sagen, ich meine, ich höre ein jetzt, dass es nicht so gut läuft. Okay. Haben Sie gemerkt, wenn Sie wohnen in Hellersdorf hier? Ja, ich wohne hier in Hellersdorf. Dass es hier auch viele Demonstrationen in Berlin gab? Ja. Das haben Sie mitgekriegt? Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Okay. Wie fanden Sie das, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben? Ja, gut. Ob es nun viel davon abhängt, ich meine, wird groß nichts zur Sache. Weil die, okay, denken Sie auch, dass Sie Ihr Ding weitermachen, dann ist gut. Denke ich. Was hier speziell schlimm ist, ist, dass die ganzen Geschäfte hier alle zumachen. Also hier gibt es bloß noch Döner, Barbershop und ja. Sonst ist alles raus eigentlich. Alles raus. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Okay. Das ist eine schwere Frage. Okay. Nach Ihrer Meinung spekuliert man hier so ein bisschen mit den Immobilien? Ja, aber ich meine, ist doch keine Spekulationsmasse mehr da. Ich meine, wer will denn hier nachher kommen? Schöner Pub war da vorne an der Ecke mal gewesen. Stimmt, richtig. Ja. Der Irish Pub, ja, genau. Der Irish Pub gewesen, ja. Der war Freitagabend oder Sonntag, hat der mal Live-Musik gehabt. Da war eine kleine, so klein wie der war, aber da spielte eine kleine Band, ja, der war voll gewesen. Okay. Das ist weg, die ganze Kultur ist weg. Hier gibt es kein Musikangebot mehr. Stadtfeste waren früher auch mal hier gewesen. Genau. Tot. Wie sehen Sie Berlin insgesamt, nicht nur Ihren Bezirk? Was hat sich in Berlin so verändert? Wie ist es im Moment? Ich war vorgestern auf dem Alex gewesen, ich meine, wenn man sich da umguckt, da kommen noch Deutsche drauf. Genau. Beschäftigen Sie sich damit oder sagen wir können eh nicht ändern? Ich befasse mich damit. Also informativ. Okay. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo Mitglied bin in irgendeinem Verein oder so. Nee, wir müssen ja alle aufpassen, sonst sind wir alle rechts, wenn wir uns damit beschäftigen. Ach so, na, da bin ich halt. Das sei genauso, aber trotzdem ist es ja ein Thema, was alle angeht in dieser Stadt. Seit wann ist denn rechts ein verpöntes Wort? Ich meine, wo es links gibt, muss es auch rechts geben. Ne? Sonst gibt es ja keine Mitte mehr. Ne? Wie sieht es aus in Berlin mit Clankriminalität und so? Ja, kriegen wir hier draußen nicht mit. Nicht mit. Es kann sein, dass es hier welche gibt, aber wir kriegen das selber nicht mit. Okay. Auch gerade Bargeldabschaffung ist der größte Wahnsinn. Also wir werden ja zu gläserne Menschen. Genau. Wie soll das funktionieren? Ich meine, wenn ich jetzt einmal hier an... Wenn der S-Bahn jemanden, der Gitarre spielt, einen Euro geben will, wie geht, soll er jetzt seinen Automaten vorzeigen und mal durchschieben oder was? Wie bucht der mal einen Euro ab von meiner Karte? Werden Sie Ihrer Meinung rigoros machen oder werden Sie es schleichend machen, sodass wir eigentlich das ja nicht mitkriegen? Das soll besser werden. Ne? Also ich meine, wie gesagt, es gibt immer Leute, die sagen, es könnte besser sein, aber wie denn? Ja, und wer könnte es denn anders machen, wenn jetzt nicht die gerade oben sind, ne? Das finde ich, so genial, weil es genau das ist, was ich manchmal auch denke, wo ich mir sage, ey, wir empören uns über so viele Dinge, wissen aber gar nicht, wie wir es selber besser machen könnten. Eben. Ist es so, dass... Genau. Wir zerreißen uns das Maul, sage ich mal, Entschuldigung für die Aussage, über die anderen, weil sie das halt scheiße machen, und Deutsch. Ja, aber
gibt doch mal Lösungsvorschläge. Sehr gut. Ja, also wirklich mal konkrete Sachen, die man auch umsetzen kann, auch nach dem Gesetz und so weiter und so, dass auch alle Meinungen und Rechte vertreten sind. Ne? Das ist nicht einfach. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen vom Fall der Mauer beispielsweise, ne? Oder noch ein paar Jahre zurück. Insofern, wie viel hat sich denn verbessert? Auch das muss man ja mal sehen. Ne? Ich meine auch, was die sozialen Gelder angeht und so. Natürlich, wie gesagt, es gibt immer noch viel zu viele, die zu wenig haben. Von mir aus die Rentner. Ja? Ey, also ganz schlimm. Sehe ich auch ganz viel, finde ich, unter aller Sau. Das geht gar nicht. Was könnten wir bei dem Thema zum Beispiel, was die Renten betrifft, was könnten wir da anders machen? Das ist wieder die gute Frage. Ne? Dieses Rentensystem, was ja vorher... Warte mal. Weniger Geld verschenken. So, weiter. Beispielsweise, ne? Ich sage jetzt mal so pauschal, jede einzelne Partei hat gute und schlechte Sachen, wo man sagt, okay, das wäre genau das Richtige oder das können sie vergessen. Man müsste die guten Sachen in einen Topf werfen, sage ich mal so. Ne? Bündeln. Genau. Okay. Ist natürlich irgendwo alles nicht möglich, jeder wählt ja was anderes. Ist das nicht möglich? Naja, so wie es gerade aufgebaut ist, ist das System nicht. Danke. Meine Meinung. Ne? Sie haben gesagt, die Bevölkerung müssten mehr Mitspracherecht haben. Das ist richtig. Die Frage ist die Umsetzung. Ne? Also, was Sie gerade machen mit Umfragen, finde ich zum Beispiel gar nicht verkehrt. Ja? Die Frage ist, ob man, wenn man wählt, so ein System vielleicht auch in gewissen, nicht nur Führungspositionen wählt, sondern auch zum Beispiel Gesetzeslagen oder so. Vielleicht auch da die Bevölkerung mit einbezieht, wirklich. Und auch Wahlen möglich macht, so in der Art. Ne? Vorschläge dafür. Also mehr Mitbestimmung eigentlich. Ja, auch. Genau. Ja? Okay. Ist bestimmt nicht für alles machbar, weil es einfach zu komplex, zu viel, wirklich viel zu viel. Ja, da sehe ich vollkommen ein, dass gewisse Leute das wirklich leiten müssen, die Ahnung davon haben und so weiter. Aus welcher Branche kommt ihr? Gut, jetzt muss ich mich noch mehr zurückhalten. Okay, jetzt darf ich nur noch fragen, Altenpflege. Ja, gut. Aber ich muss erstmal meinen Respekt zollen, weil ich, genau das ist so mein Thema, so Renten, wie geht man in unserer Gesellschaft mit den alten Menschen um? Ja. Dafür erstmal aus meiner Richtung großen Respekt, dass ihr diesen Job macht. Ich mach's gerne. Weil, Nee, aber es ist wirklich so. Ne? Wir stehen nicht nur auf dem Balkon und klatschen irgendjemandem zu. Wir sind ja alle irgendwann mal in der Situation, dass wir alt werden. Hör auf zu reden. Wir schwafeln zu viel. Okay. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir stehen nicht auf dem Balkon und klatschen. Ja. Wenn wir was sagen, dann kommt das aus dem Herzen und das merken die Menschen auch. Da sagt sie. Das Klatschen hilft uns nicht. Die brauchen eine Bewerbung. Genau, die brauchen konkrete Hilfe. Macht einfach Freude zu helfen. Schon dieses Dankeschön in den Augen von den Bewohnern zu sehen, auch wenn sie nicht mehr reden können. Ne? Das alleine ist schon Lohn genug. Also, gut, das Geld nehmen wir natürlich auch mit, ne? Ja. Aber es macht Spaß, ne? Es macht Spaß, wenn man für jemanden da sein kann, ihm zu helfen. Kannst du mir mal eine Gabel bringen? Ja, klar, mache ich doch, weil der gehbehindert ist. Naja, hole ich schnell eine, ne? Also, nee. Liegt es immer an dem Geld oder liegt es auch an den Arbeitsbedingungen? Arbeitsbedingungen. Geld ist natürlich auch eine Sache, keine Frage. Ja. Ja, das muss natürlich auch stimmen. Ich meine, wie viele machen wirklich auch 12-Stunden-Schichten und so weiter. Ne? Und eben, zu wenig Leute, zu viele Menschen. Ja. Und das tut mir auch als Altenpfleger unheimlich leid, dass du die Zeit nicht für deine Klienten hast, für deine Patienten, die jeder verdient hat. Es ist halt so, ne? Ich persönlich habe meine Mama zu Hause gepflegt, weil ich mir sage, sie hat mich auf die Welt gebracht, ne? Ja. Und ich möchte was zurückgeben. Ja. Ich verstehe sehr wohl, wenn Familien nicht in der Lage sind, ihre Angehörigen zu Hause zu pflegen. Aber es ist doch sehr, sehr traurig, wie schnell auch jemand, der, ich sag jetzt mal, krank geworden ist, chronisch wirklich Unterstützung von außen braucht, zu alt ist und dadurch eingeschränkt, ja, abgeschoben wird. Ne? Also in gewisser Weise, finde ich, müssten die Familien schon mehr rangezogen werden. Ja? Auch was in den alten Pflegeheimen so die Zustände sind. Nee, bin froh, dass ich da nicht bin. Ne? Wir sind ja in einer Wohn-WG. Also eine Wohngemeinschaft. Da ist es wirklich schönerer, angenehmer, ich sage immer familiärer Rahmen. Ja. Ja, da hast du auch mal Zeit. Du hast auch Zeit, mit dem Bewohner zu sprechen. Ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Liegt es dann auch so ein bisschen an den Lehrern, vielleicht auch an der Politik, an den Medien, das weiß ich nicht. Die Menschen, die Wichtigkeit dieses Berufes, also diese Versorgung im Alter, zu adressieren, also rüberzubringen, weil wir ja alle irgendwann mal in die Situation kommen. Das ist ja unweigerlich. Die Wichtigkeit nahezubringen, genau. Ja, ja. Auch wie wichtig letztendlich das für unsere Gesellschaft ist. Das wird geframed.
Und es wird noch schlimmer. Es gibt noch viel, viel mehr ältere Herrschaften hier in Deutschland dann. In 10, 20 Jahren. Die Babyboomer gehen jetzt alle in Rente. Ja. Ja. Bleiben wir ruhig speziell bei der Altersversorgung, bei der Pflege. Was könnte man sich vorstellen, was könnte man verändern? Wie könnte man es anders machen, dass es nicht so ist, wie es aktuell ist? Also mit dem Geld ist so die eine Sache, mit dem Personal, finde ich, ist es wirklich, da kommt vieles und eben die Nachfrage ist ja so wenig. Ne? Eben zu viele wollen es nicht tun. Und da kommen wir wieder zu dem, wir sind verweichlicht, das ist so in der Richtung. Ne? Ich meine, es ist auch, was ich merke, was immer mehr flöten geht in meinen Augen, ist wirklich dieser Familienzusammenhalt. Ne? Dieses, was man auch so kennt eigentlich, wie es immer war, seit es die Menschheit gibt. Ne? Es gibt, ich sage jetzt mal Großeltern, dann gibt es die Eltern, dann gibt es die Kinder. Man ist füreinander da. Ja? Und nicht alles so nur für sich. Ja? Und wenn die Eltern arbeiten sind, dann passen die Großeltern auf die Kinder auf. Und so, ne? Dieses, ja. Das ist doch schon dieser Anfang, wenn die Kinder merken, man wächst so auf mit Verantwortung. Natürlich nicht zu viel, sondern kindgerecht. Aber da muss man schon ansetzen. Diese Generation denken. Genau, ganz wichtig, ganz wichtig. Und das ist das, was für meinen Augen seit ein, zwei Generationen, also das geht immer mehr flöten. Würdet ihr mit dem Satz übereingehen, wir sind alle Menschen und müssen endlich zusammenhalten? Ja, ja? Unbedingt. Vielen Dank. Definitiv. Schönes Wochenende. Ebenfalls, schönen Dank. Auch. Danke auch, ja. Ich würde mal sagen, so wie ich jetzt hier wohne und gelebt habe, aufgewachsen bin, ist es eigentlich immer noch top. Okay. Also Randbezirk ist eigentlich immer ruhiger als in der Mitte. Ne? Genau. Das ist Standard. Ja. So. Und ich kann das nicht. Kann ich nach Mitte fahren und da... Na, wie wollen wir sagen, hier wohnen die Menschen. Hier wohnen die Menschen. Ja. Wie sieht's aus? Sag mal, die normalen Menschen wohnen hier. Würde ich Vielen Dank. Die normalen Menschen, richtig. Ja. Deswegen sind wir auch hier in den Ostteil gefahren. Wir kommen auch aus dem Osten. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns das mal hier an und hören uns mal an, wie die Menschen hier zu sagen haben. Aber die gibt ja trotzdem Probleme, oder? Wie ist es hier, wenn es dunkel wird? Ist es denn immer noch so schön? Ich darf ja keine Meinung wiedergeben. Guck mal, da sagt schon einer, na ja. Das ist gerade auch so. Ich habe auch dieses Flattern gerade. Ja. Ich kann auch nur sagen, na ja. Okay. Ich sag mal so, gefährlich ist es jetzt hier nicht. Mhm. Klar, man hat den letzten Bericht gerade gehört, hier mit der Messerattacke hier in der Nähe, was das da war. Vor Patang? Ja, genau. Bitterfelder Straße. Ja, Bitterfelder. Da komme ich her, ich habe es live erlebt, wie der Rettungshubschrauber da gelandet ist und die dort High Life gespielt haben. Ja, wie ist die Situation? Wie wird die? Wie nehmen die Kinder die wahr? Was ist in der Schule so los? Merkt man es da oder merkt man es da noch nicht? Das ist eure Frage. Ich weiß es nicht. Ihr könnt bloß antworten. Interviewen dürfen wir euch nicht, weil ihr noch zu jung seid. Außer die Eltern würden zustimmen, wenn sie da sind. Zu, weißt du? Also ich denke mal so weniger Angst. Weniger Angst? Also mehr Angst. Mehr Angst. Ja. Okay. Wie habt ihr die letzten, oder wie habt ihr als Familie die letzten 3,5 Jahre erlebt, die hier so waren? Über TikTok oder über... Nee, über alles. Also man macht ja einen Fernseher an, der normale Mensch. Das Rechtliche kannst du ja vergessen, da kriegst du gar nichts mit. Ach, echt? Ja. Ich denke, wir sollen immer nur das hören und das in den Kopf einprügeln, was wir da hören. Naja. Hinterfragt niemals, was wir da sagen, wurde uns immer gesagt, oder? Wenn wir den Fernseher anmachen. Vertrauen Sie den Qualitätsmedien. Genau. Wenn wir ehrlich sein sollten, ist das ja Stasi-Fernsehen, was wir haben. Deswegen sind wir hier. So wirklich. Also du brauchst kein Blatt vom Mund nehmen. Ja, das ist freie Meinungsäußerung. Die ist immer noch erlaubt in Deutschland. Hoffe ich. Ja, ja. Und deswegen darfst du... Genau, man hofft es. Aber ja, natürlich, wenn du hier wohnst, aufgewachsen bist, ja. Wir haben... Ja, sagst du auch DDR 2.0 oder so? Kann man sagen. Könnte man, aber... Okay. Man lässt es noch. Man lässt es noch, ja. Okay. Macht diese Entwicklung Angst? Schon. Man überlegt sich schon, irgendwelche Gerätschaften anzusetzen, um sich zu verteidigen, sage ich mal, gegen so eine Verrückten. Mhm. Das sind ja Verrückte in meinen Augen. Mhm. Weil normale Menschen machen sowas nicht. Eben, richtig. Aber was würdest du dir wünschen oder was würdest du sagen, könnte man anders machen? Wie sollte man, damit es auch wirklich allen irgendwie in unserer Gesellschaft gerecht wird? Ja, ich will jetzt nicht auf die blaue Schiene gehen, aber ich würde einfach sagen, die Täter einfach sofort im Flieger setzen und weg. Und ich sag mal, die Leute, die sie integrieren, zum Beispiel bei uns auf Arbeit, da haben wir auch viele Ausländer, die ganz normal sind und die einfach mal ihren Job machen und ganz normal leben und nicht verrückt spielen, an der Scheibe spielen und andere Menschen, sag ich mal, das Leben schwer macht. Hörst du bei dir auf Arbeit auch von diesen Ausländern, die sich integriert haben, dass sie mehr schimpfen wie wir Deutschen mittlerweile auf ihre Landsleute? Ja.
Doch, ja klar, natürlich. Die findet sie überhaupt nicht okay. Ja, ja. Wie stehst du zu oder hast du davon schon was gehört, wenn manche Leute davon reden, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was dir da durch den Kopf, wenn du sowas hörst? Da bin ich eigentlich voll dabei. Ich bin wirklich so ein Technik-Freak. Also ich finde es gut irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Okay. Wenn wir bei der Digitalisierung bleiben, könnte ja auch passieren, dass wir irgendwann kein Bargeld mehr haben. Wie stehst du dazu? Das Portemonnaie ist leichter. Ja, cool. Okay, ja, ist seine Meinung, okay, ja, alles klar. Hast du in den letzten 2-3 Jahren irgendwas von den Demos mitbekommen, die hier in Berlin so laufen? Regierungskritische Maßnahmen, Gegner ja, aber und so? Bringen die überhaupt noch was? Gute Frage. Die werden doch einfach immer nur weggeschoben. Also, wenn die da demonstrieren, was passiert denn da? Siehst du die hier in deinem Bezirk? Nee. Wie würdest du das finden, wenn die in deinem Bezirk mal kommen? Stressig. Ja. Informativ vielleicht? Nö. Okay. Auch wenn sie hier so Grundgebung manchmal machen auf dem Platz, das... Ja, stimmt, hier waren auch welche. Ist, weiß nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren. Das geht nicht. Das ist so... Sagen die... Altbacken halt. Sagen die vielleicht Sachen, die dich nicht direkt betreffen? Ja, genau. Okay. Da sind wir auf einer Meinung. Ja. Das ist wirklich... Das will keiner hören. Wäre für dich so ein Thema wie Rente, soziale Versorgung, Bildung, Gesundheit, wären das für dich Themen, die dich... Ja, komplett. 100, das, ja. Das ist ja das wahre Leben. Ja. Vielen lieben Dank für deine Meinung. Pass auf deine Familie auf. Ja, aber auf jeden Fall. Und schönes Wochenende. Stabil bleiben. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke.